It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Es wäre gelogen zu behaupten, es hätte mir nichts ausgemacht oder dass ich mich schnell damit abgefunden hätte. Im Gegenteil. Als Josh Homme mir den Laufpass gab, traf mich das völlig unvorbereitet. Auch wenn er sie gegründet hat, waren die Queens of the Stone Age unsere Band. Ich spielte bis dahin auf allen drei Platten Bass und davor schon mit ihm in der Band Caius. Wir zwei waren eine Einheit. Klar, ich bin ein impulsiver Typ und schlage beim Feiern auch gern mal über die Stränge. Aber so läuft das Leben in einer gefährlichen und egofreien Rockband nun mal. Und das ist ja mal die Grundidee hinter den Queens gewesen. Als ich dann rausflog, war ich erstmal am Boden zerstört. Meine Lieblingsband war tot. Wie sollte es weitergehen? Mein alter Freund, Brant Bjork, meinte: Sitz bloß nicht daheim rum. Das macht alles nur noch schlimmer. Geh raus und spiele. Also nahm er mich mit seinem Seitenprojekt Mondo Generator mit auf Tournee nach Europa. Es war sicher der richtige Ratschlag, aber gleichzeitig konnte ich auf Tour den Rauswurf nicht richtig verarbeiten. Man ist ständig im Tourbus, nie für sich alleine. Und wo wir auch hinkamen, wartete schon die Presse mit ihren nervigen Queens-Fragen. Es gab kein Ventil für mich, um mal Druck abzulassen. Bis zu diesem Abend dann in irgendeinem Nest in Süddeutschland. Da sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Ich wusste sofort, dass die Tour damit vorbei war. Und so kam es auch. Am nächsten Tag warf mich die Band aus dem Bus und ich spielte noch eine Solo-Akustikshow, bevor ich wieder in die USA zurückflog. Wisst ihr, was an diesem Abend im Schwarzwaldstädtchen Trossingen geschah? That's it! Pop Secret. Tag für Tag.